Herzlich willkommen. Mein Name ist Marie, was kann ich dir? Wir beginnen den Tag und haben gleich Besuch. Von der Schreierin und von diesem Rülpser. Ob noch mehr kommen, weiß ich nicht. Schauen wir mal, ne? Also zu sehen ist erstmal hier im Groben nichts. Geht gerade die Sonne schön auf. Anscheinend haben wir immer noch hier Sommer. Hier habe ich ein bisschen umgebaut. Den Zaun habe ich nach hinten weg, nach vorne. Und hier haben wir zum Beispiel der Bolzenschussgeräte. Ein zweiter kommt noch hier hin, unten, damit die genau in diese Reihenfolge, in diese Ecke dann schießen bei Bedarf. Also bei, und hier vorne für den Fall des Falles, dass sie mir durchbrechen, dass ich hier entsprechend die unter Beschuss nehmen kann. Dann werden wir gleich ein zweites holen, wenn wir eins fertig. Und aufstellen und verbinden mit Strom. Wir haben sogar drei fertig. Wir gleich mal Eisen entschmelzen. Ich habe mir heute Nacht ein bisschen Eisen gefördert, kann man sagen. Das werden wir jetzt mal ein bisschen einschmelzen. Denn die Bordschussgeräte brauchen diese Dartpfeile. Diese hier. Eisenhart. Eisendart, ja. Und das werden wir dann mal immer Eisen einschmelzen, dann können wir hier auch entsprechend. Dann haben wir noch Zement. Wenn wir gleich Beton machen. Hier haben wir auch Zement drin. Und noch fertige Pfeile und wir werden hier weiterhin Steine einschmelzen. B nochmal. Da gehen wir auch. Und das ist betrieben, ne? Einschmelzen. So. Messing haben wir hier. Gut, dann haben wir gleich mal Patrouillenschlüssel nochmal nachschmelzen. Feuer läuft eh durch. Dinger werden auch noch mal. Ja, einschmelzen. Steine haben wir kommen drinne. Für den Rest von Eisen kommt hier mal rein. Hier nicht. Mal gucken hier. Der eine denkt mich alle. Dass sie vor der Tür steht hier. Ah, hat sie erledigt. Und die ist meist nicht alleine, das ist das Problem. So, haben wir das Ding. Dann haben wir zwei Zangen, na gut. Ne, wollte ich nicht so machen. Nehmen wir auf und dann nochmal auf. Aufladen. Die waren nämlich alle. Das ist mir ganz gut, wenn man nicht da ist und keine Munition hat, der ballert fleißig weiter. So, wir wollten auch bauen. Jetzt können wir nicht mehr so einfach raus, das ist ein bisschen blöd. Aber ich würde hier ungern, dann müsste ich eine andere Tür einbauen. Beziehungsweise hier. Das ist ungünstig. Probier mal aus. Hier müssen wir aufpassen mit den Löchern. Der hat nämlich vorne so Löcher. Und das muss entsprechend nach rechts gehen und das kann ich jetzt auch nicht erkennen. Das heißt, hier werden wir mit drehen. Löcher sind oben, das ist schlecht.
Die Löcher müssen in die andere Richtung gehen. Was ich normalerweise nicht sehen kann. Das ist äußerst ungeschickt. Na gut, Stromfallen dürfen wir nicht gehen, aber wir müssen uns irgendwas trotzdem sehen. Denn ich habe schon mal auch gebaut, woanders. Verkehrt rum, was war gewesen? Ups. Kann nicht schießen, logischerweise, ne? So. Stell mal auf. Denn wenn sie hier nämlich hochkommen, die obere Reihe muss da so weg, normalerweise. Dann stehen sie hier vorne. Das können wir gleich machen. Dann nehmen wir die obere Reihe weg. Die schräge hier. Also nicht so laut. Könnt ihr mal ganz kurz den Ton ändern? Audio. So. Denn der Bohrer ist mir sehr laut. Denn so müssten sie stehen und wir kriegen volle Breitseite ab, ne? Und wenn hier die zweiten kommen, stehen auch hier, kriegen auch volle Breitseite ab. Hier ist ein Fett weg. Dann können wir gleich noch reparieren und wir hauen die bei jetzt, egal. Wollte ich mir aufpassen. Ab und zu kreuzen die hier auf. Das ist ja auch teilweise gewollt. Ach, der Türe bin ich so ein Schatten. Das ist ja auch so gewollt, weil dann die hochkommen und hier stehen, dann werden sie gleich empfangen. Dann sollen wir auf keinen Fall unter dem Graben anfangen zu kloppen, um irgendwo in den Keller reinzukommen. Auch wenn das dann länger dauert, aber da kann ich dann gerade nicht empfangen. So haben sie einen Weg zum Rausgehen. Durch die Stufen brauchen die ein bisschen länger. Das ist ganz gut so. Ich könnte mir auch hier vorstellen, das auch Stahl aufzuwerten, das geht auch. Mittlerweile haben wir auch Stahl da. Aber erstmal müssen wir das mal wegnehmen. Die schräg gehen, falls die erste, die anderen kommen bleiben. So. Und. Bums. Ja, da unten ist mir auch diese Stromfallen. Äußerst unangenehm, ne? Auch für mich, wenn ich da hingehe. Oh, das ist gefährlich. Da ist, das ist noch normal. Jetzt komme ich gar nicht gut raus. Das können wir tricksen, Anführungszeichen. Ne? Tricksen nicht, aber. Das heißt, sie werden hier. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir da hochkommen. Dann stelle ich lieber einen auf. Und kann hochspringen. Das könnte man so zumachen. Das ist gar nicht so blöd. Dann kommen sie nämlich gar nicht hin. Denn hier wollte ich im Prinzip dieses Gebiet erweitern, da ich ohne eine Mauer was sehen kann. Und da was ist, kann man da nämlich runterschießen. Das gleiche hier auch. So, der will ein bisschen joggen hier bei mir zu Hause. Das gibt's nicht. Ja, Ausgangssperre. Oh, ja, verrissen. Aber seit dem Update geht es wieder für Zombies umherlaufen, ne? Bisschen Action, sagen wir so, ne? Ne, hier kommen Gitter rein, so wie da. Und dann kann man hier komplett laufen.
später. Und hier um die Ecke wird auch genau das gleiche gemacht mit Gittern. Oh, unsere Bäume wachsen wieder. Mit Holz, da vorne auch. Und da muss ich nur noch vorne um die Ecke rum. Hier am Tor machen wir nichts. Weil links und rechts ist, naja, müsste Geländer oben drauf bauen, ne? Dann wird es gehen. Und hier auch Geländer und ausbauen. Dann könnte das irgendwie wieder weg. Muss es zwar wegreißen, aber gut, das soll's, ne? Das soll ja auch genauso rübergehen. Weil wenn wir hier unten nämlich stehen und da unten kann man von hier zum Not erreichen, aber halt ungünstig, ne? So, gehen wir wieder rein. Pum. Tür gegen den Kopf gekriegt. Die Türen halten nicht viel aus, aber gut, besser wie nichts, ne? So, wir mal gleich Beton mischen. So, hier haben wir schon mal eingeschmolzen, das ist gut. Gleich die Steine einschmelzen, die wir da draußen bekommen haben. So. Dann werden wir gleich, ja, mischen ist gut. Wir haben jetzt 1, 2, 3000, 3500. Dann brauchen wir, und die Bruchsand. Bruchsand haben wir auch noch. Das müsste gut hinkommen. Ausreichen. Dann kann ich mir arbeiten. Und zwar mischen. So, dann können wir gleich den Rest Bruchsand machen. Dann ist das weg, ne? Machen wir so, ne? Hier haben wir kein Messing, aber hier können wir Eisen einschmelzen. Sand nicht. Brauchen wieder Eisen. So hier diese Dinger, hier diese Stahlkrustblöcke. Ganz gut, kann man gebrauchen. Ja, und dann sind wir gleich draußen. Beton haben wir jetzt bei uns, naja. Wenn wir da immer den aufwerten und anschließen, ne? Ungünstig, was ich angeschlossen kriege. Ja, oh, bohren nicht. Ich brauche noch ein bisschen. Der wird zwei Mal auch Strom. Haben wir Glück gehabt. Mal kurz mal gucken. Das funktioniert. Das war alles der erste Schalter. Ich muss schauen, wo ich das machen kann. Ach, der erste geht noch gar nicht, ja, keine Munition. Der erste war auch noch Munition. So. Der erste war ja auch noch Munition, Mensch. Geht da so einiges rein, ne? Können wir unter Eisen rausnehmen, dann brauchen wir nicht mehr und schleppen. So, das können wir auch hier lassen. Den Rest Sand meinen wir auch. So, Stoff. Ah, geht da oben nicht rein. Beton haben wir jetzt einiges. Dann können wir noch leicht den Rest unten bauen. Hier draußen gleich Gitter. Hier lassen, eine Zahn können wir hier lassen. Gitter nehmen wir gleich mit.
dreimal reparieren und dann erstmal Dinge reinbauen, ne? So, wenn wir kurz. Es passen ja 1500 Stück rein und das ist schon heftig. Wie gesagt, wir können kurz mal anschalten und gucken. So. Der zweite ist wie vor der Tür. Ja nicht, ne? Gut, das wäre das. So, wir können ein bisschen was mitnehmen. Dings da. Und zwar Blockdinge. Weil können wir auch werden. Nehmen ein bisschen Eisen mit. Dann haben wir. Das kann aber hier bleiben. Das ist mir jetzt nämlich Ballast. Das brauchen wir auch noch später. Können wir hier lassen. Brauchen wir uns mal aufwerten. Bisschen mal eine Reihe bringen. Das können wir rausnehmen. Dann legen wir hier wieder zu wieder. Ja. Da ist kein Platz. Also mal irgendwann müssen wir anfangen, Platz zu schaffen. So, trägt man noch was? Und dann da mal ein bisschen was, gleich was backen lassen, ne? Ein bisschen was braten. Dann machen wir Dings an, machen mit dem Feuer. Machen wir Maisbrot. Ja, verkohlt es nicht. Kann ein bisschen arbeiten. Ja, nicht schlecht, aber Ei haben wir Mangelware, ne? 160 ist auch eine Sache, ne? Geht nämlich nicht. Gut, haben wir mal ein bisschen gestärkt. Wir das mal hier rüberlegen. Leere Flasche. So, haben wir noch leeres bei. Baumsamen haben wir da. Na gut, gehen wir raus. Bisschen Pfeile errichten und die Brücken. Kriegt garantiert Besuch, das ist schon gut wie sicher. Wieder repariert. Wer war da hinter der Nacht dran? Ne? So, mal einen Tonlotter machen wir. Ich hab die zwar gehört, ihr vielleicht nicht.
Dazu wäre ganz gut, wenn wir ein Gewehr haben. Ich bin jetzt misstrauisch. Ich bin mutig, aber nicht wahnsinnig. So, Pappgun, ne? Nur die auf eigene Objekte schießen. Der Strom an. Denn die hat ziemlich Bums, Anführungszeichen. Macht doch alles kaputt. So, hier wollte ich noch einen Pfeiler bauen. Oh. Ich höre irgendwas auch hoch. Meine alte Tür. Das alte Häuschen, wo ich mal gewohnt habe. Sonne ist irgendwo lang gelaufen. Oh. Hat beinahe geklappt, du. Na, ich hätte eine Falle eingelaufen. So, mal überlegen, wie ich das hinkomme. Geht so nicht. Da muss ich ja Strom abschalten. Leider. War nichts. So, Zuschauer, das soll schon für die erste Stunde, erste Folge gewesen sein. Immer Tschüss und mit dem Gewicht, ciao.
Ja, wir bauen gleich weiter. Tschüss.